und herzlich willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit The Legend of Zelda The Minish Cap. Und im letzten Part konnten wir immerhin ein ganzes Herz aus Herzteilen zusammenbasteln und uns die große Geldbörse besorgen. Und nebenbei auch noch lernen, wie man durch Krüge und Steine schlägt. Das ist schon ganz gut. Ja, und natürlich auch noch diese... Moment. Jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Doch, ja. Das ist an sich auch schon ganz gut. Gerade bei stürmischen Angriffen. Wirbelattacke war, glaube ich, der richtige Name. Naja, jedenfalls können wir jetzt weiter. Jetzt nutze ich auch endlich mal diese leuchtenden Tafeln. Für diesen Stein hier. So. Und dann kommen wir hier raus. So, und dann kann ich mich direkt weiter bomben. Okay. Oh, hier leben sehr viele Fledermäuse. Na gut. So, alle weg. Und das rote Fragment gehört mir. Gut. Weiter geht's. Hier gibt's viel Rasen. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht, denn hier gibt es bestimmt auch ein paar interessante Dinge. Zum Beispiel Rubine oder Herzen. Oder Muscheln. Keine Ahnung, wie die herkamen. Aber hey, gut zu wissen, dass wir sie jetzt haben. So, manchmal sind auch ein paar Glücksfragmente hier drin. Wenn man den Glück hat. Nicht so wie ich, ne? Nein. Nee, gar nicht. Ach, Manu, dann gehe ich jetzt hier rein. Hi. Guten Tag, ich bin Puyemon. Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach. So nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel, ach. Ein ganzes hätte ich gern. Ja, wir eigentlich auch. Darum sollten wir uns vielleicht merken, mal ins Hotel reinzugehen. Na, ist hier nicht... Ich will doch nur Glücksfragmente. Ich will doch nur Glücksfragmente. Ich will doch nur vereinen. Ich will doch nur Secrets freischalten. Nein, natürlich nicht. Hab ich auch verstanden. Dann schlage ich jetzt die Gegner platt. So. Den Fuchs mache ich noch schnell nieder. Die können nämlich ziemlich fies sein. Aha, doch ein grünes erwischt. Sehr schön. So. Ja, also die Füchse sollte man nicht unterschätzen, wenn die einen mit dem Messer erwischen. Dann klauen die uns viele, viele Rubine. Deswegen schiebe ich jetzt auch den Weg, damit wir hier eine Abkürzung haben und uns das Hackmack da eigentlich total ersparen können. So, dann gucken wir hier mal. Aha, das klang doch sehr gut. Was haben wir jetzt? Ein Feenbrunnen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Und wir sind im westlichen Wäldchen. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Nacht im Schloss. Oder bilde ich es mir vielleicht nur ein? Guten Abend! Nanu? Wer bist denn du? Du bist... Vati! Wie kommst du denn hierher? Ah, was tust du da? Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen.
Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja, genau. Grenzenlose Zauberkraft. Force. Auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch alle auf den Weg und sucht das Force. Was? Trödelt nicht lang herum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seinen letzten Winkel. Ich habe ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lasst uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz in der Nähe. Okay. Aber erstmal suche ich mir noch ein Fragment. Ja. Oh, hier sind wieder die Füchse. Zum Glück hat er mich nicht erwischt. Yay! Ja, jetzt finde ich sie, ne? Naja. Ich meckere nicht. Ich schiebe lieber erstmal den Stein. So, dann können wir hier nämlich auch wieder abkürzen. So, da komme ich noch nicht weiter. Ih, ein Gegner! Blödmann. So. Oh, ein roter. Gut. Was haben wir hier? Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Leider habe ich keine. Deswegen gucke ich mich erstmal hier um. Beziehungsweise einfach nur so rum. Die schießen mit Pfeilen. So. Da ist wieder einer. Komm her, du. Komm her, du Schnitzel. So, was haben wir denn hier? Hier ist wieder ein Stein. Hier ist irgendwas. Keine Ahnung. Kann ich nicht definieren. Erstmal mache ich den hier kaputt. So. Also, es sieht verdächtig aus. Ich weiß noch nicht, was es ist. Fragen wir einfach mal den Minish, der hier wohnt. Hi! Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Ah, okay, okay. Das ist eine Bohne. Ja, dann müsste ich da wahrscheinlich Wasser drüber gießen. Aber dazu müsste ich dann meine Flasche leeren. Und ich habe da gerade eine kleine Fee drin. Die ich für Notfälle ja immer einplane. Ja. Dann gehen wir erstmal zu Tabanta. Tabatabata. Ja. Geheime Welt von Tabanta. So, das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter und sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht so rum. Los, Link! Vorwärts! Weiter! Ja, ja, mach nicht so einen Stress. Nur wie sollen wir da... zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht überqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Okay... Und was bitte? Der Karte zufolge befindet sich das Element hinter der geheimen Welt von Tabanta. Ach, okay, das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Tja, wir bräuchten unbedingt die Pegasus-Stiefel. Das ist natürlich jetzt, ja, etwas blöd. Na gut. Dann, schauen wir uns hier ein bisschen um. Hier war ich schon, ja, hier war ich schon. Kein Problem. Hier war nichts weiter. Nee, hier sind noch mehr Feen. Was das angeht, ist das Spiel hier wirklich sehr großzügig, dass hier fast überall Feen leben. Ja, naja, ich habe einige Fragmente gesammelt. Ich könnte ja mal schauen, mit wem ich die jetzt so... Also mit dem Wächter jetzt nicht. Das Feuer soll etwas sein, das alle Wünsche erfüllt. Der König will es bestimmt für den Frieden einsetzen. Ja, wollen wir es mal hoffen, ne? Das passt. Yay!
Okay, das ist schon wieder im Tyloria-Wald. Okay, ich habe gedacht, der Baum würde irgendwie jetzt... Aber okay. Okay. Kein Problem. Ich meckere nicht. Ja, hi. Ich komme später zu dir. Aber hier steht ja auch nur doof rum, ne? Vor allem, wo sind die anderen Bewohner? So wütend habe ich den König noch nie gesehen. Und so streng. Du möchtest ein Fragment vereinen? Leider habe ich das Teil nicht. Aber das... Eins sollte ich mir in dieser Form aufbewahren für den Eremiten am Gonwalberg. Fällt mir gerade ein, mit dieser Spitze. Aha, okay. Bin ja fast da. Mit der Dame habe ich schon, ne? Ja. Aber hey, wen haben wir denn hier? Oh, hallo. Es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyro. Du kannst sie in Flaschen mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Das ist eine leere Flasche. Wenn die Minisch neuen Tyrolonda haben, füllen sie in frischen Tyrop ein. Okay, ich habe schon gedacht, das wäre ein Tippfehler, dass er eigentlich Sirup meint. Weißer Tyrop bewirkt, dass mehr Glücksfragmente auftauchen. Ja, gerne. Tut mir leid, du hast keine leere Flasche. Schade. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich typischen roten und grünen. Und was ist das? Nur eine leere Flasche. Da kommt noch was hinzu, würde ich sagen. Du hast kein Fragment, ne? Die Dame vielleicht? Nein. Sie? Nein. Buh! Hast du keine Angst? Doch! Ja, mit der Dame könnte ich auch sprechen, dann müsste ich nur auf Zeit ihre Hühner einfangen und ich muss gestehen, von diesem Quest bin ich nicht so ganz zufrieden. Überzeugt, wollte ich sagen. Okay. Du hast nix. Dann gehe ich mal zum König und schau mal, was mit ihm los ist. So. Irgendwas ist aufgeploppt. Ich habe jetzt keine Lust hinzulaufen. Aber bestimmt noch ein Herz. Auf den Befehl des Königs darf ich ja niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Okay. Aber jetzt können wir hier lang. Wir können hier lang. Nur leider ist ja noch nichts. Obwohl. Vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Was haben wir denn hier? Aha, ein Herzzeug. Yay! Warum lebst du eigentlich im Dunkeln, Maximus? Naja, ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Es ist hier viel zu dunkel. Okay, einen Moment, ich muss mal kurz was trinken. So, bin wieder da. Tut mir leid um die Störung, aber... ja. So, Maximus sagte, es ist viel zu dunkel, ne? Es ist viel zu dunkel, so können wir nicht trainieren. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, Feuerchen zu machen. Und hier haben wir Feuer. Ich meine, aber hier braucht man ein Item für, das ich noch nicht habe. Boah, warum habe ich jetzt so einen Kratzen im Hals, ey? Das ist ja furchtbar. So lange bin ich doch noch gar nicht hier bei meinen Aufnahmen beschäftigt heute. Da gab es schlimmere Tage. Naja.
So, irgendwas hat es mit diesem Baum auf sich. Ich weiß jetzt spontan selbst nicht. Aber naja, wir haben auf jeden Fall diesen, ich sage jetzt mal, rechten Flügel vom Königshof schon frei. Wir können da beliebig hingehen. Und wir werden irgendwann noch den Tag erleben, dass wir hier auch links weiter können. Verdammt, wo kriege ich jetzt die Stiefel? Ach ja, genau, wir haben ja einen Schuhmacher im Laden. In der Stadt, der einen Laden hat, der da Schuhe macht. Genau. Ich kriege aber heute auch keinen geraden Satz mehr zustande, oder? So, hi. Oh, er ist eingenickt. Vielleicht kann ich mich ja jetzt klein machen. Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeuge Portale sein könnten? Die Minish sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Ja. Jetzt kann ich hier mal auf den Tisch rumlaufen. Und ach, guck mal an. Hier gibt's auch Minish. Ah, bist du vielleicht Link? Der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat? Du beschreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasus-Stiefel? Das trifft sich sehr gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn schlafen willst, so Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht so einfach auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden der Hexe Sirup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Aha, okay. Ja, das ist doch schon mal was. Vor allem erklärt das auch, warum seine Schuhe fertig werden, wenn er schläft. Die Minish machen alles. Ach je. Na gut, das heißt, wir müssen ihn wecken. Und das heißt, ich müsste zurück zum Tiloria-Wald. Ja, dann machen wir das doch. Na? Aha, sehr viele Gegner. So. Ruhe hier. So, Tiloria-Wald, ja. Den nehmen wir mit. Schauen wir einfach mal. Ach, hier hat sie einer versteckt, okay. Schleimies! Ganz schön neblig hier. Moment. Nee, nicht ganz. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir hatten hier auch irgendwo Verstecke. Ja. Ach, da oben. Oh, ich glaube, ich bin falsch reingekommen. Naja. Das hier wollte ich eigentlich noch holen. So. Nee. Jetzt bin ich ja auch total falsch abgebogen. Wie kam ich denn noch? Ja, genau hier. Guck's mir lieber nochmal an. Ja, da unten ist ja noch ein Versteck. Toll. Ja, gut, ich hole mir noch dieses eine Item, was da ist. Die Truhe. Oder Höhle, was sich da freigeschaltet hat. Keine Ahnung. Wir sind ja eh gerade hier. Von daher. So.
genau. Hüpp. Sag mal, ein blaues Fragment. Ja, dann haben wir die Farbe also auch mal wieder. Gut. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Dann versuche ich mal einen anderen Weg in den Zyloria-Wald reinzufinden. Ich überlege noch, wie. Ja, zur Not machen wir das im nächsten Part. Ich habe nämlich schon 21 Minuten. Ja. Gucken wir erstmal. Mir fällt es nämlich spontan nicht ein. Also schwimmen kann ich leider immer noch nicht. Das kann der kleine Link noch nicht. Siehst du, also. Ah! Da haben wir doch ein Loch. So. Ah ja, hier war die Fee. Hier war die Fee mit dem großen Geldbeutel. Ja. Das haben wir ja doch schon. Aber hier gibt es noch einen weiteren Eingang zum Wald. Okay. Da ist ein Corona. Okay. Hi! Halbmanteverein. Das klingt immer gut. Leider habe ich das Teil nicht. Ah, schade. Hast du vielleicht was? Nö. Naja, gut. Ach je, wir wollten doch in die Stadt London Milch verkaufen. Und jetzt kommt ihr beide nicht mehr ins Haus. Die Tür ist zugefallen. Der Schlüssel ist weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Naja, ich würde sagen, im nächsten Part kümmere ich mich mal um dieses Problemchen. Und, ja. Meine Lieben, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mal wieder doch ein Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. Ansonsten seid ihr auch gerne eingeladen, mir Kommentare zu schreiben und mich zu abonnieren. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.